Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich bei meiner allgemeinen Einführung in das Programmieren. Wir schauen uns hier solche Stufen des Programmierens jetzt an. Das heißt, wir haben schon besprochen in den vorgehenden Lektionen, was man unter einem Algorithmus versteht. Es geht also darum, ein Problem zu lösen. Und dass es darum geht, unseren Problemlösungsvorschlag, also unseren Algorithmus, in dem wir genau festlegen, wie ein Problem gelöst werden soll, auf den Computer mitzuteilen. Schauen wir uns das in dieser Abbildung an. Wir haben also ein Problem, das uns durch den Kopf geht und wollen dieses Problem lösen. Dafür haben wir einen Algorithmus entwickelt. Das heißt, wir gehen ganz genau vor, mit Hilfe des Programmierens, wie wir dieses Problem mit Hilfe des Computers lösen wollen. Und dazu müssen wir ein Programm schreiben. Das nennt man ein Listing und tippen es in einen Editor ein. Dieses wird dann gespeichert. Und das Programm wird natürlich in einer Datei gespeichert, so wie wenn du auch einen Word oder OpenOffice oder LibreOffice Text erzeugst, wird diese auch in einer Textdatei gespeichert und hier wird unser Programm in einer Datei gespeichert und dieses Programm wird kompiliert und kompilieren bedeutet letztlich, dass wir unser Programm in eine Form übersetzen lassen zum Glück. Und diese Form wird dann 01001, also eine Reihe von 0 und 1 dann letztlich sein und nur diese 0 und 1 kann der Computer letztlich verstehen. Das heißt, wenn ich hier schreibe, wie in dem vorgehenden Beispiel, print hello, um das Wort Hallo auszugeben, dann wird dieses Programm letztlich nochmal übersetzt in ein Maschinenprogramm, damit es dann der Computer verstehen kann. Denn der Computer versteht nur 0 und 1 und Strom ein und Strom aus, stark vereinfacht gesagt. Wenn das Programm nicht funktioniert und das Problem nicht gelöst ist, eine Fehlermeldung kommt, dann siehst du hier, der Computer ärgert sich, und in der Regel ärgert er sich natürlich nicht, weil er kein Mensch ist, dann muss ich dieses Listing, dieses Programm nochmal verbessern. Ich muss das so lange machen, bis das Problem dann letztlich gelöst ist. Also nochmal zur Wiederholung. Ich habe ein Problem. Dieses Problem versuche ich mit Hilfe eines Algorithmus zu lösen. Das kann ich dadurch machen, indem ich eben programmiere. Ich tippe mit Hilfe einer normierten Sprache letztlich meinen Algorithmus in den Editor ein. Es wird gespeichert in einer Datei und wird dann mit dem Kompilieren übersetzt letztlich in ein Maschinenprogramm, in eine Maschinensprache. Die lässt sich 0, 1 und was auch immer ist, also eine Reihe von 0 und 1. Und diese Sprache der 0 und 1 kann der Computer verstehen. Und dann schaut der Computer, ob der Algorithmus eben dann machbar ist oder nicht machbar ist, ob es einen Fehler im Programm gibt. Und das Ganze wird so lange, kann ich hier etwas eintippen und probieren, ob es funktioniert, bis letztlich das Problem gelöst ist.